Guten Tag, meine Damen und Herren. Jona Botgivano, herzlich willkommen bei der Pressekonferenz anlässlich des Besuchs des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Am Wort ist der Herr Bundeskanzler. Bitte. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Viktor, danke für den Besuch heute in Wien. Österreich und Ungarn verbindet eine lange Geschichte. Eine Geschichte mit ganz vielen unterschiedlichen Entwicklungen auch und vor allem aber eines, eine sehr tiefgehende Freundschaft, die sich aufgrund dieser historischen Beziehung zueinander entwickelt hat, mit allen Höhen und Tiefen, aber mit sehr viel Vertrauen. Mittlerweile sind 1400 österreichische Unternehmen in Ungarn tätig. Wir sind der drittgrößte Investor als Österreich in Ungarn. Die österreichischen Exporte sind um 24% gestiegen, wieder auf 6,1 Milliarden Euro. Das ist für Österreich daher nicht nur ein Bekenntnis zu unserer Freundschaft, sondern es ist auch ein Bekenntnis zu den guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Jetzt habe ich viel über Freundschaft gesprochen und Freundschaft heißt aber auch, dass man Ehrlichkeit untereinander walten lässt, dass man die Kraft und die Fähigkeit hat, über die Unterschiede oder unterschiedliche Auffassungen auch auf Augenhöhe und in Wertschätzung, aber trotzdem in aller Klarheit zu sprechen. Das betrifft ein Kapitel, das uns mit vielen unserer Nachbarn verbindet, das Thema Atomenergie, das für Österreich so nicht auflösbar ist und immer eine Sorge darstellt und daher die Sicherheitskooperation zwischen den Nachbarstaaten immer für uns von großem strategischen Interesse ist, für die eigene Sicherheit der Bevölkerung. Und auf der anderen Seite natürlich auch über die letzten Vorkommnisse, die Ihnen allen bekannt sind, aus der Rede des Premierministers, wo es mir wichtig war, die österreichische Position klarzustellen. Mir wichtig war, dass wir in Österreich jede Form von Verharmlosung oder Relativierung von Rassismus oder gar Antisemitismus auf das Schärfste zurückweisen, verurteilen. Warum? Weil Österreich hier eine besondere Verantwortung hat aufgrund unserer eigenen Geschichte. Sie wissen, es war für uns ein langer Weg als Österreich zu erkennen, welche Verantwortung wir tragen, auch in dem Bekenntnis, dass wir Teil des verbrecherischen Systems des Nationalsozialismus waren. Und daher sind diese Fragen für uns besonders sensibel. Und gleichzeitig aber auch, sage ich hier, haben wir es in aller Freundschaft, Offenheit und Klarheit auch aufgelöst. Ungarn ist für uns ein ganz wichtiger geostrategischer Partner, wenn es um die Frage der Sicherheit geht. Ungarn grenzt unmittelbar an die Ukraine an. Es wird in der Ukraine Krieg geführt. Ungarn war sehr rasch eines der Länder, das auch massiv belastet war, gleich durch die ersten Fluchtbewegungen, genauso wie unser Nachbarland die Slowakei oder auch Polen. Und Österreich hat von vornherein darauf geachtet, dass wir in guter Zusammenarbeit hier zueinander stehen und einander helfen. Und ich darf das als österreichischer Bundeskanzler sagen, ich bin sehr beeindruckt von der Solidarität und der Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher. Wir haben mittlerweile mehr als 80.000 Ukrainerinnen und Ukrainer und ihre Kinder aufgenommen, sie versorgt und auch dafür gesorgt, dass die Kinder am Schulunterricht teilhaben können. Und das ist nur deshalb möglich, weil die Menschen in Österreich, die Zivilgesellschaft, zusammengeholfen hat in dieser Frage. Das, was aber dazu kommt, und da wird Ungarn für uns ein noch wichtigerer Partner in dieser Frage, ist, Österreich ist, so wie Ungarn auch, massiv von einer Welle irregulärer Migration betroffen. Mit dem Unterschied, dass die Welle in Ungarn aufschlägt, aber sich dann weiter ausstreckt und zum Teil eben auch in Österreich dann zum Erliegen kommt, was heißt, dass wir mittlerweile 31.000 Asylanträge haben und wir sind nur bei der Hälfte des Jahres in Wahrheit. Das heißt, 80.000 Ukrainerinnen und Ukrainer,
31.000 Asylanträge von Menschen aus Afghanistan, Syrien, Irak, Pakistan, Indien, Bangladesch. Das sind die Herausforderungen, mit denen Österreich tatsächlich jetzt neben der Energiekrise, neben der Inflation, neben der Teuerung, neben der Pandemie auch zu kämpfen hat. In so einer Zeit braucht es Partnerschaft und auch Freundschaft, wenn es darum geht, diese Probleme zu lösen. Wir kooperieren schon seit Längerem in den polizeilichen Fragen. Das Innenministerium führt mit dem ungarischen Innenministerium, sprich der Polizei, gemeinsame Streifen durch an der österreichisch-ungarischen Grenze. Genauso aber auch sind über 50 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt an der ungarischen-serbischen Grenze, um hier die ungarische Polizei zu unterstützen. Aber wir beide sehen und wissen und spüren, dass das nicht genug ist. Und auch da brauchen wir gemeinsam einen weiteren wichtigen geostrategischen Partner, und das ist Serbien. Deswegen nehme ich den Vorschlag des ungarischen Premierministers sehr gerne an, dass wir gemeinsam eine Konferenz machen zwischen Ungarn, Serbien und Österreich, um genau diese Frage, nämlich der Eindämmung der irregulären Migration, beginnend schon am Westbalkan über Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, all diese Fluchtrouten identifizierend, dass wir hier Lösungen finden, um den Druck vor allem auch schon zu beginnen von der ungarischen Grenze wegzunehmen, aber natürlich auch von der serbischen Grenze. Große Herausforderungen, aber mit Entschlossenheit, Klarheit und der Ehrlichkeit zueinander bin ich zuversichtlich, dass Österreich und Ungarn gemeinsam diese Herausforderungen gut bewältigen werden. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Premierminister, bitte. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben eine ausgezeichnete Verhandlung hinter uns, wo etliche wichtige Fragen berührt worden sind. Die wichtigste war die Frage der Migration und damit zusammenhängende Sicherheitsfragen. Berührt und verhandelt haben wir die Fragen des Krieges. In diesem Zusammenhang auch die Frage unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit und, wie Sie vernehmen konnten, für Rassismus, für Geschichte, für intellektuelle Fragen ist auch Zeit übrig geblieben und darauf konnten wir unsere Aufmerksamkeit ebenfalls konzentrieren. Es handelt sich zwischen den beiden Ländern um eine besondere Beziehung. Wir kommen immer gerne. Ein Ungar fühlt sich in Wien immer zu Hause. Und ich denke, sehr viele, vielleicht jeder Österreicher kann sich in Budapest zu Hause fühlen. Wenn die Zeiten leicht sind, dann ist es auch leicht mit der Freundschaft. Wenn die Zeiten schwer sind, dann ist es schwieriger. Und nun sind es schwierigere Zeiten. Und neugierig war ich im Rahmen der heutigen Besprechung in der uns bevorstehenden sehr schwierigen Zeit, ob wir auf unsere österreichischen Freunde zählen können. Diese spezielle historische Freundschaft zwischen den beiden Völkern, wer das in der Lage sein, uns zu helfen beim Krieg, bei der Migration, bei der Energie und in der Frage der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Ich darf feststellen, als Zusammenfassung der Gespräche, dass wir eine positive Antwort bekommen haben. Ich kann also voller Freude den Bürgern Ungarns verkünden, dass wir auf Österreich auch in den kommenden Jahren zählen können und wir können auf die Zusammenarbeit mit Österreich zählen. Und natürlich ist die Lage andersrum ebenfalls so. Was die strittigen Fragen anbelangt, Kernenergie ist eine schwierige Frage und wir können auf die Zusammenarbeit mit Österreich zählen. Und natürlich ist die Lage andersrum ebenfalls so. Was die strittigen Fragen anbelangt, Kernenergie ist eine schwierige Frage, da sehe ich gar nicht die Chance, uns zu einem gemeinsamen Standpunkt durchzuringen, es sei denn, Österreich ermöglicht es, einige ungarische Wasserkraftwerke in Österreich aufzubauen. Das würde eine Menge helfen.
Aber wir haben keine solchen Flüsse und Möglichkeiten wie unsere österreichischen Freunde. Eben deshalb können wir aus dem ungarischen Energiesystem Kernenergie nicht wegdenken. Diese Diskussion wird also bleiben. Wir versuchen zusammenzuarbeiten und einander gegenseitig Sicherheitsgarantien zu geben, soweit das möglich ist. Ich habe mich auch davon überzeugt, dass in den wichtigsten geistigen Fragen, also Antisemitismus und Rassismus, das Einvernehmen vollständig ist. Was der österreichische Bundeskanzler denkt, das denke ich auch. Und noch dazu denkt Ungarn das nicht nur, sondern ist auch stolz auf seine Leistung. Ungarn hat fantastische Ergebnisse erzielt hinsichtlich der Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus. Und unsere Regierung war diesbezüglich ganz besonders ein Spitzenreiter. Es gibt in Ungarn die Zero-Toleranz. Rechtlich sind solche Taten ebenfalls zu verfolgen und in der politischen öffentlichen Rede sind sie auch nicht möglich. Deshalb habe ich Herrn Bundeskanzler gebeten, wenn sensible historische oder geistige intellektuelle Fragen zutage gefördert werden sollten und Zweifel bestehen, dann sollte stets gemäß einem kulturellen Konzept das analysiert werden, was aus Ungarn kommt. Eine biologische Betrachtungsweise ist bei keiner politischen Frage möglich in Ungarn. Was möglich ist, das ist die Betrachtungsweise gemäß einer kulturellen Grundlage. Für mich ist das natürlich keine einfache Frage, denn Sie müssen wissen, dass ich der einzige Politiker in der ganzen Europäischen Union bin, vielleicht, der offen gegen die Zuwanderung ist. Also ich möchte nicht rumfuchsen, ich weise nicht hin, ich rede nicht drumherum, ich habe eine sehr deutliche Stellung und ebenfalls definiere ich mich auch als ein Politiker gegen die Migration und die Einwanderung und ich möchte, dass Ungarn nicht zu einem Einwanderungsland wird und ich möchte nicht, dass die Migration in Ungarn stärker wird. Diesen Standpunkt habe ich stets vertreten und das werde ich auch künftig tun. Das hat keine biologischen Grundlagen, das ist keine rassistische Frage für uns, das ist eine Frage der Kultur. Ganz einfach, unsere Zivilisation soll so erhalten werden, wie das jetzt der Fall ist. Und diesbezüglich unterscheidet sich unsere Lage von Österreich, denn Migration und Zuwanderung von den Maßen her in ihrem Lande und die dadurch verursachten Probleme sind von der Größenordnung her ganz anders als in Ungarn. Und ich möchte deutlich machen, dass wir unsere Grenzen stets schützen werden. Und damit werden wir eine Art Hindernis bedeuten, Migration nach Österreich kommt. Also unabhängig davon, dass vielleicht Migration und Zuwanderung von meinem Betrachtungspunkt aus philosophisch anders ist als im Falle des Bundeskanzlers, aber hinsichtlich der Ideologie sind wir uns einig, denn es liegt auch im Interesse Österreichs, dass Ungarn die Südgrenzen Ungarns schützt. Eine Tatsache ist, womit Sie zusammenleben müssen, dass wir ihre Burgkapitäne sind an der serbisch-ungarischen Grenze. Wenn wir dort unsere Grenzen nicht schützen, dann werden zu ihnen Hunderttausende von Migranten und Einwanderern kommen. Illegal. Das können sie auf eine einzige Art und Weise vermeiden, wenn Ungarn die eigenen Südgrenzen schützt. Wir möchten, dass wir das nicht tun müssen und Serbien die eigenen Südgrenzen zu schützen vermag. Denn dann wäre der Konflikt nicht an der serbisch-ungarischen Grenze und nicht an der österreichisch-ungarischen Grenze. Es liegt also im Interesse von uns allen, dass Serbien so südlich wie möglich die eigenen Grenzen schützen kann. Deshalb habe ich dieses Treffen initiiert und ich hoffe sehr, dass wir das auch zustande bringen und einander und auch Brüssel gegenüber Vorschläge unterbreiten können, wie wir unsere Grenzen gegenüber der illegalen Migration schützen. Das möchte ich deutlich machen, dass das meine Position ist. Dass ich manchmal missverständlich formuliere, das kommt vor. Aber ich habe Herrn Bundeskanzler gebeten, jede damit zusammenhängende Information im kulturellen Kontext zu betrachten, weil in Ungarn diese Ausdrücke, diese Sätze und die Position, die von mir vertreten wird, eine kulturelle, zivilisatorische Position ist. Ich möchte wiederholen, ich bin stolz auf die Resultate, die von Ungarn hinsichtlich der Bekämpfung von Rassismus in den vergangenen Jahren zu verzeichnen war. Gesprochen haben wir auch über den Krieg. Da ist es für uns eindeutig, dass dieser Krieg in dieser Form nicht zu gewinnen ist. Das habe ich Herrn Bundeskanzler auch offen gesagt. Die ungarische Bewertung ist die, dass ein Konzept, wonach
die NATO mit Waffen und Ausbildungsoffizieren die Ukraine unterstützt und die Ukrainer gegen die Russen kämpfen. Eine solche Konstruktion ist, von der sich bis heute erwiesen hat, dass das nicht zum Sieg der Ukraine führt. Das ist eine solche Strategie, die änderungsbedürftig ist. Natürlich nehmen wir zur Kenntnis, dass Ungarn nicht in der Lage ist, eine komplette westliche Strategie zu ändern. Signalisieren möchten wir unseren westlichen Freunden gegenüber jedoch, dass ohne eine Änderung der Strategie kein Friede kommen wird. Und ohne Frieden können wir kein Problem lösen. Dann werden wir keine Energie haben und die ganze Europäische Union wird in eine Kriegswirtschaftslage hineinversetzt. Wenn in Brüssel die Energienotsituation verkündet wird, das ist schon ein erstes Zeichen hiervon. Wenn die Zugriffsmöglichkeit auf verschiedene Güter begrenzt werden muss, das ist bereits ein erstes Zeichen von Kriegswirtschaft. Und wenn wir nicht etwas für den Frieden tun, werden wir reinschlittern in eine Kriegswirtschaftslage. Und das wird viel schlimmer als das, was wir uns jetzt vorstellen, nämlich, dass die Preise mancher Produkte steigen werden und dass manche Produkte Mangelware sein werden. Es erwartet uns viel mehr, wenn das so bleibt. Es ist nicht eindeutig, wie wir um die Rezession umhin sollen auf dem ganzen Gebiet der Europäischen Union, wenn das so weitergeht. Und die Rezession hat grauenhafte Folgen, denn das bringt auch die Arbeitslosigkeit mit sich. Es geht nicht darum, dass man 1-2 Grad die Heizung umstellen muss. Wenn die Rezession kommt, dann kommt auch die Arbeitslosigkeit und das wird uns schinden, wirtschaftlich und auch im Hinblick auf die politische Stabilität. Eben deshalb müssen wir alles für den Frieden tun. Das war heute die ungarische Botschaft in Richtung Österreich. Was die Wirtschaft anbelangt, habe ich mich beim Herrn Bundeskanzler für die fantastische Leistung bedankt, die von österreichischen Unternehmen in Ungarn erbracht wird. Seine Zahlen waren bescheidener als meine, denn wir kalkulieren so, dass 2000 österreichische Unternehmen in Ungarn arbeiten sind. 2000 österreichische Unternehmen und die 2000 österreichischen Unternehmen sind die zweitgrößte Investorengemeinschaft in Ungarn. Es ist nur eine kleine Übertreibung, was ich sage. Ohne die österreichischen Investoren wäre die ungarische Wirtschaft heute nicht am Funktionieren oder zumindest bestimmt nicht auf dem Niveau, wo wir jetzt sind. Und es ist ein grundsätzliches Interesse von Ungarn, dass die weiteren österreichischen Investitionen nach Ungarn kommen. Und ich habe auch nicht verhehlt, Herrn Bundeskanzler gegenüber, dass wir auch nicht nur als Arbeitnehmer in der österreichischen Wirtschaft in Erscheinung treten wollen, sondern früher oder später wollen wir auch als Investoren erscheinen. Und ich hoffe sehr, dass die erstarkenden ungarischen Unternehmen die Möglichkeit haben werden, als Investoren in der österreichischen Wirtschaft zu erscheinen. Insgesamt ist es also zukunftsweisend, die strategische Allianz stärkend und eine konkrete Zusammenarbeit formulierende Gesprächsrunde gewesen, wofür ich Herrn Bundeskanzler gegenüber dankbar bin. Vielen Dank. Minister, wir haben Zeit für zwei Fragen. Die erste Frage hat der Kollege Mészáros vom ungarischen Fernsehen. Soll ich da gehen? Guten Tag, László Mészáros vom ungarischen Fernsehen. Herrn Ministerpräsident und Herrn Bundeskanzler gilt die Frage: Was denken Sie über die neueste Gasersparnisverordnung der Europäischen Union? Zunächst einmal freiwillig und im Notfall obligatorisch 15% minus. Halten Sie es für denkbar, sich der freiwilligen Möglichkeit anzuschließen? Beziehungsweise was denken Sie über den Pflichtteil? Vielen Dank. Nun, glücklich sind wir nicht. Im Allgemeinen sind die Ungarn nie enthusiastisch, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen Rechte genommen werden. Ich könnte sagen, unser Eins mag sowas. Darum, dass wir eine Energiepolitik haben, die Grundverträge der Union besagen eindeutig, dass dieses Energiemix von jedem Land in eigener Regie festgelegt wird. Wenn jetzt aus Brüssel reingeredet wird, wie viel gespeichert werden muss, wie viel
verbraucht werden muss, wie der Verbrauch gesenkt werden soll, was mit unserer eigenen Energie gemacht werden soll. Unabhängig vom guten oder schlechten Willen von Brüssel wird das für ein ungarisches Gehör stets negativ sein. Der Ungar denkt, hilft dir selbst, dann hilft dir auch der liebe Gott. Also Solidarität ist etwas Schönes und auch gut, wenn es sowas gibt, aber darauf kann man das Leben nicht bauen. Das ist die ungarische Auffassung. Auf eigene Anstrengungen und auf eigene Leistung kann gebaut werden. Und wenn es ein Problem gibt, ist es schön, wenn jemand hilft, aber darauf bauen kann man nicht. Eben deshalb sind wir negativ diesem kompletten Gedanken gegenüber. Aber nichtsdestotrotz ist auch die europäische Einheit wichtig. Es kommt in vielen Fällen vor, dass Ungarn mit irgendeiner Frage nicht einverstanden ist. Aber die europäische Einheit betrachten wir als einen solchen Wert, dass wir auch die für uns ungünstigen Entscheidungen zur Kenntnis nehmen. Das ist auch jetzt der Fall. Wir nehmen die für uns ungünstige Entscheidung zur Kenntnis und wir versuchen, das bei geringstmöglichen Schäden umzusetzen. Auf der anderen Seite sehe ich diesbezüglich auch ein besorgniserregendes Signal und darauf möchte ich Sie aufmerksam machen. Ich sage es nochmal, wenn wir beginnen, ein Produkt zu beschränken, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir ein Problem haben. Wir schlittern in Richtung einer Kriegswirtschaftssystematik. Und wenn sich dieser Krieg fortsetzt, dann führt das zu einer Rezession. Ich wünsche also uns, dass wir Brüssel so bald wie möglich davon überzeugen können, dass statt der jetzigen Strategie wir uns hinsetzen sollten, um eine solche Strategie zu machen, die gut ist für die Ukraine, gut ist für uns, gut ist für die europäische Wirtschaft und gut ist für die Haushalte, die die Energiepreise zahlen müssen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn wir auf dem jetzigen Weg weiterschreiten, dann führt das zu einem großen Problem. Und als ersten Wegweiser sehen wir diese jetzige gemeinsame europäische Verbrauchsbeschränkung. Das ist ein Warnsignal, das gehört ernst genommen. Zum einen bei uns ist es wichtig, dass wir uns in der Gesamtheit mit dem Problem auseinandersetzen. Also Österreich hat ja große Speicher. Wir sind gerade dabei, diese zu füllen. Wir sind jetzt in einem Bereich von 52% des Volumens, um die Energieversorgungssicherheit für den Winter herzustellen. Österreich hat darüber hinaus das strategische Interesse, dass wir unabhängiger werden vom russischen Gas. Österreich hat, ähnlich wie Ungarn, eine hohe Abhängigkeit vom russischen Gas. Das führt dazu, dass natürlich auch plötzlich Politik mit Energie sichtbar wird, so wie sie die Russische Föderation jetzt einsetzt. Um dagegen auch resilienter zu werden, um auch hier weniger erpressbar zu sein, haben wir uns das Ziel gesetzt, deutlich mehr Gas von anderen Anbietern zu kaufen als von der Russischen Föderation. Wir haben dazu ein Gesetz geschaffen, das es Firmen erleichtert, das zu tun, indem der höhere Preis kompensiert wird. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik beschlossen, eine strategische Gasreserve anzulegen in der Höhe von 20 Terawattstunden Gas. Damit Sie einen Vergleich haben, 20 Terawattstunden Gas sind eine insofern große Menge, als zum Beispiel einem energieintensiven Monat wie dem Jänner zwischen 10 und 11 Terawattstunden gesamt in Österreich verbraucht werden. Und in einem energieintensiven oder energiearmen Monat, so wie jetzt im Juli, dann zwischen 4,6 und 5 Terawattstunden. Also man sieht, in der Mischung mit 20 Terawattstunden ist die Republik in der Lage, eine größere Resilienz aufzubauen und darüber hinaus werden, wie gesagt, die Speicher gefüllt. Die Frage der Einsparung ist, glaube ich, eine, der wir uns sowieso alle stellen müssen, unabhängig davon, energieeffizient zu nutzen, wird die Aufgabe der Zukunft werden. Österreich hat sich auch da ambitioniert verpflichtet. Es stimmt, dass wir in einer guten Ausgangssituation sind auf unseren natürlichen Gegebenheiten. Wir produzieren jetzt schon 75% der Elektrizität aus nicht fossilen Energieträgern. Und das ist etwas, was wir weiter ausbauen wollen. Hängt natürlich wiederum von saisonalen Schwankungen ab. Im Winter brauchen wir mehr fossile Energie als jetzt in den Sommermonaten. Das heißt also, österreichische Position ist da differenzierter als die ungarische. Wir müssen um Selbstständigkeit ringen, wir müssen um Energieversorgungssicherheit ringen, was die Gasfrage betrifft und mehr Unabhängigkeit vor allem von der Russischen Föderation. Und Energieeffizienz und Einsparung sind grundsätzlich gute Grundlagen, wenn man darüber nachdenkt, dass ja
diese solidarische Energiesparrichtlinie sozusagen jetzt der Kommission oder Vorgabe ja dazu dienen soll, dass die Staaten, die nicht so sehr betroffen sind von der Abhängigkeit von russischem Gas, sich auch daran halten müssen. Das heißt, es soll ja der Union insgesamt zugutekommen. Wo ich aber klar einer Meinung bin mit dem ungarischen Premierminister ist, das, was derzeit passiert ist, es gibt viele Ankündigungen von der EU-Kommission, aber es gibt ganz wenig Umsetzungen. Also denken Sie daran, dass eine sogenannte Plattform eingerichtet worden ist, damit wir gemeinschaftlich Gas einkaufen, damit wir uns am Weltmarkt nicht gegenseitig konkurrieren. Bisher ist von dieser Plattform nichts spürbar. Zur selben Zeit ruft aber die Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, die EU-Staaten dazu auf, sich nicht gegenseitig am Gasmarkt zu konkurrenzieren, während sie uns als Österreich mit großen Speichern den sozusagen Auftrag gibt, unsere Speicher mit 80% zu füllen. Naja, so wird es nicht funktionieren. Natürlich sind wir jetzt dabei, das Gas international einzukaufen. Wir haben große Vorkehrungen getroffen, damit wir auch Liquid Gas nach Österreich bekommen, um eben unabhängiger zu werden von russischen Gas, aber das, was ich mir wünsche und das klar unterstreiche, die Kommission muss mehr von dem tun, wovon sie spricht. Diese gemeinsame Einkaufsplattform wäre wichtiger denn je. Und ich würde mich freuen, wenn sie da in die Umsetzung kommt. Dankeschön. Folgefrage, Kollege Unger, bitte. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Sie haben sozusagen die Einheit Europas in der Russland- und Ukraine-Politik verlassen. Sie haben es auch angesprochen. Werden Sie in Zukunft weitere mögliche Sanktionen gegen Russland in Brüssel mittragen? Und Sie haben gesagt, es gibt irgendwie ein anderer Weg, wäre notwendig, um das Problem zu lösen. Wie sieht denn der Weg aus Ihrer Sicht aus? Herr Bundeskanzler, das Thema Sanktionspolitik, sehen Sie da Ihren Kollegen Orban noch als verlässlichen Partner? Und konnten Sie ihm im Gespräch überzeugen, dass er hier wieder mehr mit der EU mitgeht? Und welche Argumente haben Sie da verwendet? Verlockend ist die Frage. Aber wenn ich ja nachgeben würde, dann würden wir noch heute Abend hier rumstehen. Denn Ihre Frage berührt einen sehr ernsthaften philosophischen Punkt. Sie haben gesagt, folgt Ungarn der europäischen Einheit. Und halten wir hier kurz inne, da müssen wir mal anhalten. Das ist nicht so, dass es eine europäische Einheit gibt, die von den Mitgliedstaaten befolgt wird. Das ist eine wichtige philosophische Frage. Die europäische Einheit ist eine gemeinsame Entscheidung der Mitgliedstaaten. Da sind auch wir drin, da ist auch unser Standpunkt ein Teil von. Es gibt nicht außerhalb von uns irgendwo eine europäische Einheit und wir können uns da anschließen oder auch nicht. Europa sind wir, das ist auch unsere Entscheidung, da sind auch wir mit drin. Das hängt, ich lese das manchmal in Ihrer Presse, da gibt es auch ein Missverständnis um die Vetomöglichkeit. Ungarn pflegt kein Veto einzulegen. Das ist ein Missverständnis. Die philosophische Grundlage der Union ist, dass die Entscheidung eine gemeinsame Entscheidung ist. Und es gibt eine Entscheidung, wenn diese von allen angenommen wird. Ich kann da kein Veto einlegen, denn ohne mich kommt sie gar nicht zustande. Mag sein, dass das jetzt ein wenig juristisch zu erscheinende Betrachtungsweise ist, aber das berührt den Kernpunkt der Europäischen Union. Die Europäische Union ist nicht in Brüssel. Sie ist in Wien, in Budapest, in Warschau, in Berlin, in Madrid. Das ist eine sehr wichtige Frage. Eben deshalb möchte ich da nicht den anderen Europäern eins auswischen oder von ihnen abweichen. Ich möchte unsere eigenen Ansichten hinzufügen im Falle der europäischen gemeinsamen Entscheidungsfindung. Eben deshalb sind wir bei jeder Entscheidungsfindung dabei. Wir äußern stets unsere Meinung und wenn da eine Position zustande kommt, wo wir nicht mit einverstanden sind, dann signalisieren wir, dass diese Entscheidung gar nicht zustande gekommen ist. Da haben wir kein Veto eingelegt. Die Entscheidung gibt es nicht. Und vielleicht zeigt Ihnen das etwas darüber, wie die stolze, auf die eigene Souveränität bedachte ungarische Nation denkt. So denken wir. Brüssel ist also nicht unser Chef.
Wir sind eine unabhängige, souveräne, ungarische Nation. Wir beteiligen uns an einer gemeinsamen Entscheidungsfindung. Und wenn diese nicht gut für uns sind, dann sagen wir es. Und wenn das nicht gut für uns ist und wir das verhindern können, dann kommt es gar nicht zustande. Ich komme auch gleich auf den Krieg zu sprechen. Aber das wollte ich erstmal als eine philosophische Grundlage geklärt haben. Die Frage der Sanktionen. Wir haben immense Kämpfe ausgetragen. Bislang haben wir uns bezüglich jeder Sanktionsfrage geeinigt. Es gab einen Fall, dazu werde ich noch ein paar Worte sagen, Patriarch Kirill war die Frage, wo wir uns nicht einigen konnten. Aber in sehr anderen Fragen, sogar im Falle des Ölembargos, vermochten wir doch einen gemeinsamen europäischen Standpunkt zu formulieren, der schließlich verabschiedet werden konnte. Es gab ein Ölembargo, weil auch wir uns daran beteiligen konnten. Das ist auch unsere Entscheidung. Ob wir es für gut oder schlecht halten, ist eine andere Sache. Aber auch wir sind da mit drin. Wir haben die Ausnahmeregelungen bekommen für Ungarn, die das managebar gemacht haben. Ich möchte also insgesamt klären, dass Ungarn bei jeder Sanktionsfrage bislang mit der Europäischen Union zurande kommen konnte. Recht haben sie, dass wir jetzt vor einer Mauer stehen. Diese Mauer heißt Gasembargo. Und ich schlage der Union vor, nicht gegen diese Mauer zu knallen. Und da bin ich nicht alleine. Und was Patriarch Kirill anbelangt, da wurde ein Hindernis von Ungarn angemeldet. Und das hat den Grund, dass in einem größeren zeitlichen Rahmen, wo es sich auch um die Frage handelt, wie die Zukunft der europäischen Zivilisation aussehen wird, da ist meine persönliche Überzeugung, dass wir die Orthodoxie nötig haben werden. Unabhängig davon, dass jetzt wegen einer Kriegsgeschichte alles ein anderes Bild zeigt. Aber ohne die Orthodoxie, was vielleicht aus Wien nicht so eindeutig aussieht wie aus Ungarn, dem Tor des Balkans, das beginnt ja an unserer Südgrenze und an unserer Ostgrenze. Für uns ist es völlig offensichtlich, dass wenn wir bestimmte Werte längerfristig bewahren wollen und in Diskussionen innerhalb der europäischen Zivilisation machen wollen, dann wird das ohne die Orthodoxie nicht gehen. Eben deshalb können wir nicht zulassen, dass die Vertreter der Orthodoxie gemäß kurzfristiger Überlegungen verloren werden. Denn die Orthodoxie werden wir nötig haben. Das ist die einzige solche Frage, die ich nie durchbringen konnte oder die ich nie in den EU-Diskussionen gebührend erläutern konnte. Und da mussten wir immer Nein sagen. In den anderen Fragen, da konnten wir immer eine Lösung finden. Und ich möchte schließlich wirklich nicht unsere eigene geistige Welt da reinbringen. Die nicht-orthodoxe, die lateinisch-christliche Welt, ich möchte nicht, dass die andere Seite einer wegen der orthodoxen angeführten Sanktion so erwidert wird, dass unseren eigenen Spitzenklerikern gegenüber Sanktionen kommt. Denn die Antwort auf eine Sanktion ist immer Sanktion. Und wenn wir Geistliche ausschalten aus den Gesprächen miteinander, wer wird da den Frieden machen? Wie kommt es dann zum Frieden? Und das habe ich auch in der Ratssitzung gesagt. Ich denke, Kirchenleute müssen verschont werden, unabhängig davon, ob wir mit den Ansichten einverstanden sind oder nicht. Denn es wird die Grundlage fehlen, auf der Frieden gebaut werden kann. Ich kann Ihnen also sagen, dass Ungarn keinen Sonderweg geht in Sachen Krieg zwischen Russland und der Ukraine oder Sanktionen, sondern es gibt eine Ansicht, und das möchten wir stets zur Überlegung den europäischen Spitzenpolitikern vorlegen. Aber ich unterstreiche noch einmal, die Strategie, die wir bislang gefahren sind, die wurde gekippt. Wir sitzen in einem Auto, wo alle vier Räder einen Platten haben. Ein Platten hat der Gedanke, dass man mit dieser Methode im Krieg siegen kann. Das geht nicht. Ein Platten hat der Gedanke, dass mit den Sanktionen Moskau destabilisiert werden kann. Das geht nicht. Ein Platten hat der Gedanke, dass wir in der Lage sein werden, die sanktionsbedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu Hause zu managen, ohne politische Instabilität. Vier Regierungen sind gestürzt und weitere werden folgen. Und ein Platten hat auch der Gedanke, dass die USA in der Lage sind, gegenüber einem gewählten Feind, einem gemeinsamen Feind, die ganze Welt zusammenzuschließen. China, Indien, die Araber, das war früher mal der Fall, aber jetzt ist die Welt nicht auf unserer Seite. Also alle vier Pfeiler unserer Strategie sind jetzt ins Wanken geraten. Und da kann man zwei Dinge machen. Ein Ungar macht in einem solchen Fall, dass er sagt, nun, diese Strategie ist gescheitert.
Es gibt eine Art Autoreflexion. Nicht, weil wir dumm waren, sondern weil das Leben so ist. Es gibt etwas, was sich bewahrheitet und manches nicht. Und da wird damit begonnen, eine neue Strategie auszuarbeiten. In Brüssel ist das nicht die große Mode. In Brüssel habe ich noch nie im Leben gehört, man hätte gesagt, diese Strategie ist nicht gut, jetzt wird was geändert. Also es gibt eine Autoreflexionsproblematik in Brüssel. Und ich bin davon überzeugt, dass ohne eine Selbstreflexion in dieser sehr harten Kriegssituation kein Strategiewechsel möglich ist. Das muss offen ausgesprochen werden. Ich möchte nicht Brüssel provozieren. Es muss offen ausgesprochen werden, dass unsere Strategie nicht funktioniert. Wir müssen uns gemeinsam eine andere ausdenken. Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Frage länger beantwortet habe. Aus meiner Sicht auch hier differenziert beantwortet werden muss. Klare Position ist der gesamten Europäischen Union, dass Krieg immer das falsche Mittel ist, Politik zu machen. Und es darum geht, entschieden dagegen aufzutreten. Deswegen auch die Sanktionen, die beschlossen worden sind. Und zwar in einer Geschwindigkeit und in einer Wucht, wie sie die Russische Föderation mit Sicherheit überrascht hat. Das, was jetzt passiert ist, dass der Krieg, weil er jetzt auch schon so lange dauert, zeigt, dass die Sanktionen nicht so schnell wirken, wie vielleicht erhofft. Das liegt aber daran, dass die russische Armee und auch die russische Föderation an sich durch ihre Größe und durch ihre Möglichkeiten eine Widerstandsfähigkeit hat, die einfach noch andauert. Das, wovon ich überzeugt bin, ist, dass die intelligenten Sanktionen gegen die Russische Föderation, das heißt also, elektronische Bauteile zu sanktionieren, dass man hier ganz gezielt in die russische Wirtschaft hineingeht, um hier auch dann Effekte zu erzielen, ihre Wirkung zeigen werden, aber es braucht eben Zeit. Dadurch ist ein Stück weit die Frustration zu erkennen, dass der Krieg noch immer vorangeht, obwohl die Sanktionen schon beschlossen worden sind. Das, was österreichischer Grundsatz immer war, und da bin ich ein leidenschaftlicher Streiter dafür, ist, Sanktionen müssen den mehr treffen, gegen den sie gerichtet sind, und nicht den mehr schaden, der sie beschließt. Warum ist das so notwendig? Das ist nicht irgendwo eine Lehrformel, sondern es funktioniert sonst nicht, das Sanktionsregime aufrechtzuerhalten. Eine Destabilisierung des europäischen Marktes, Arbeitslosigkeit, soziale Verwerfungen, all das sind Krisenszenarien, die in diesem Zusammenhang ernst zu nehmen sind und dann geprüft werden, was bedeutet welche Sanktion mit welchen Folgen, auch für die Europäische Union oder für den Westen insgesamt. Deswegen ist die österreichische Position so klar, dass ein Gasembargo nicht möglich ist. Das ist deshalb nicht nur, weil wir als Österreich einfach nur abhängig sind vom russischen Gas. Es ist auch die deutsche Industrie abhängig vom russischen Gas. Und wenn die deutsche Industrie kippt, kippt die österreichische. Und dann haben wir Massenarbeitslosigkeit. Das sind große Themen, mit denen wir uns hier konfrontieren müssen. Das heißt, würde das, was ich jetzt gerade gesagt habe, eintreten, heißt das, dass wir nicht mehr in der Lage wären, Sanktionen gegen die Russische Föderation durchzuhalten. Und grundsätzlich finde ich den Zugang richtig, dass man jede Maßnahme, die man setzt, auch evaluieren muss, wie effizient ist sie. Ich glaube, nur der Zeitpunkt ist noch zu früh. Die Sanktionen, die wir beschlossen haben, werden Wirkung zeigen, aber es braucht eben Zeit. Russland ist ein großes Land. Das, was wir auf jeden Fall tun müssen, ist, wir müssen der Ukraine signalisieren, dass wir nach wie vor klar und geschlossen sind, und da sehe ich kein Abweichen, auch von der ungarischen Seite, klar und geschlossen stehen, dass es eben nicht akzeptiert wird, dass eine Invasionsarmee die Unabhängigkeit eines Staates angreift. Das muss immer als falsch gelten, denn sonst hat das Völkerrecht keinen Sinn. Deswegen braucht es unsere Entschlossenheit und deswegen braucht es unsere Gemeinsamkeit. Und das, was ich unterstreichen möchte, ist, und da bitte ich auch um Ihr Verständnis, als diejenigen, die über das politische Geschehen berichten, nicht jede Diskussion heißt Uneinigkeit. Diskussion ist das Salz der Demokratie. Nur so funktionieren demokratische Prozesse. Und nicht nur Ungarn ist eine selbstständige Nation in der Europäischen Union, 27 Mitgliedstaaten sind unabhängige, selbstständige Nationen.
Und in diesem Sinne sind wir 27 Repräsentanten unserer Staaten, wenn wir zusammenkommen, die natürlich darum ringen, eine gemeinsame Linie zu finden. Das ist ein komplexes System. Das ist nicht einfach und das mag für Diktatoren auch nicht effizient erscheinen. Aber mich kümmert es nicht, was Diktatoren denken, sondern für mich ist wichtig, dass wir als Europäische Union diese Geschlossenheit, von der wir reden, auch tatsächlich leben können, zeigen können und dabei selbst nicht zu Schaden kommen. Das sind die drei wesentlichen Punkte. Das heißt, es wird immer eine Diskussion um Effizienz geben. Es wird immer auch notwendig sein, nachzubessern, nachzudenken, wo müssen wir tatsächlich unser Sanktionsregime überdenken. Aber Sanktionen sind die einzige friedliche Form, bevor man eintritt, selbst in den Krieg. Und mir ist es wertvoll, über jede friedliche Form noch einmal mehr nachzudenken, als darüber, dass wir die Gefahr tatsächlich ernst nehmen müssen, dass aus diesem Krieg, der derzeit in der Ukraine herrscht, auch noch ein großer Krieg werden kann, der uns dann alle unmittelbar betrifft und nicht mittelbar so wie jetzt. Das ist die Gefahr, die noch nicht gebannt ist. Und in dieser Ernsthaftigkeit muss man sich mit dem Krieg auseinandersetzen. Mit dieser Ernsthaftigkeit muss man sich über Möglichkeiten auseinandersetzen, dass die Russische Föderation ihre Kampfhandlungen beendet. Und wir müssen auch in der Lage sein, auch als selbstständige, unabhängige, freie Nationen in der Europäischen Union der Ukraine zu signalisieren, sie trifft die Entscheidung, wie ein möglicher Friedensprozess aussehen kann. Aber wir müssen helfen, wir müssen unterstützen, wir müssen die Ukraine dabei unterstützen, diesen Weg zu finden. Und wir müssen weiterhin Brücken und Informationskanäle offen halten, damit eben auch weiter gesprochen wird. Das halte ich für ganz wichtig. Und noch ein Zusatz. Ich unterstütze den ungarischen Premier ausdrücklich in der Frage, dass die Kommission und die EU-27, also die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Dimension des Einflusses der orthodoxen Kirche im gesamten Raum, aber besonders auch am Westbalkan ernst nehmen. Wenn wir das nicht tun, dann wird es noch schwieriger, Lösungen, stabile Lösungen für den Westbalkan zu finden. Und ich bin ein großer Verfechter der Trennung von Kirche und Staat. Aber persönliche Haltungen und Einstellungen versus mögliches Verhindern von Eskalation und Gewalt ist immer in Abwägung zueinander zu bringen. Das ist Aufgabe und Verpflichtung von Regierungschefs. Das ist unsere Aufgabe, das zu tun. Und wenn die Orthodoxie am Westbalkanraum, und das wird sie sein, ein Schlüsselplayer sein wird für die nächsten Jahre der Stabilität und des Friedens, dann müssen wir uns mit der Orthodoxie auseinandersetzen, ob uns das passt oder nicht. Wenn uns der Frieden wichtig ist, wenn uns die Stabilität am Balkan wichtig ist, wenn uns die Eigenstaatlichkeit von den Staaten derzeit am Westbalkan wichtig ist und wenn uns auch wirklich redlich und ehrlich wichtig ist, dass der Westbalkan ein Teil der Europäischen Union wird. Verdrängen, negieren wird kein Weg der Lösung sein. Das heißt, Sie sehen, wir haben viele Unterschiede, aber auch eben viele Gemeinsamkeiten. In einer guten Nachbarschaft spricht man zuerst über die Unterschiede und lässt dann das Gespräch ausklingen mit den vielen positiven Gemeinsamkeiten, weil die sind für die Zukunft wichtig. Danke, Herr Bundeskanzler, danke, Herr Premierminister. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Kommen. Bis zum nächsten Mal.